So, da sind wir wieder. Zur Folge 3 von Uncharted: The Last Legacy. In einem großen, sehr, 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 sehr großen Wald. Auf der Suche nach dem Hosala-Schloss. Hasala-Schloss. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist los. Schaffst du es rüber? Und los geht's. Okay. Was habe ich denn? Haken? Aua. Los, gib mir die Hand. Geht schon. Okay. Ich fahre. Nein, macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Oh, lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? Eine blöde Frage. So viel dazu. Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Hoysala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Hoysala gehört. Naja, es ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Schau mal, Flamingo-Treffen. Wo geht's hier weiter? Ich guck schon. Erfrischend. Danke für die Vorwarnung. Hey, ganz locker. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Hey, da komm, langsam. Na, sieh mal an. Hoysala-Ruinen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Halebet und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebet, der neueren Hauptstadt von Hoysala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey, hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was, du willst es einfach einreißen? Das habe ich vor. Natürlich. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein.
Danke. Okay. So sollte es klappen. Fraser, weg da in Hinterhalt! Schiff, in Deckung! Danke für die Warnung. Erledigt! Gut geschehen! War's das? Okay, alles okay. Okay, wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor runterreißen. Ja, genau. Dann mal los. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf kann dich Sentimentalität umbringen. Das sind nur große fliegende Nagetiere. Eigentlich sind sie das nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Lemuren. Okay, ich schlag's nach. Na, geht doch! Wo lang jetzt? Da hoch. Geschafft! Wer denn sonst? Oh. Gut erkannt. Scheiße. Hat ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Der Plan ist das jetzt hier. Sowas? Nicht wirklich. Einfach mal reinfallen, du Getümmel hier. War das wirklich dein Plan? Nein. Kann sein. Gefällt dir nicht? Du auch nicht. Verstärkung im Anmarsch. Verdammt. No!
Schlüssel. Ich glaube nicht, dass die uns sehen. Turn da uns. Ich glaube, wir sind sicher. Ethel wird sicher. Geschafft. Läuft wie geschmiert. Ja, dann mal weiter. Das hier könnte es sein. Vorsichtig, aber immer. Okay, drück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Nein. Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Wow. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Wir sind in der Mitte, zum Turm. Sieh dir mal den Turm an. Wow. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht. Halte nach Asaf Ausschau. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen können. Ich glaube, er hat nicht viel von dir erwartet. Moment, war das ein Kompliment? Ja, das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf... Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm fernhalten. Den Reiz an Menschen wie Asaf. Habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gibt ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Klingt für mich eher... Vorsichtig. Wir sind überall Rebellen. Wie bist du überhaupt an Asaf geraten? Was sollte das? Ich will lieber nicht drüber reden. Er schien dich jedenfalls zu mögen. Erinnere mich bloß nicht. War zwar damals ganz praktisch, aber... Ja. Sag schon. Lieber nicht. Vielleicht bei ein paar Drinks? So viel kann selbst ich nicht trinken.
Stimmt. Du bist die Militärexpertin. Was ist Asafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet. Wo willst du hin? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich würde gerne, aber... Das ist so genial. Jemand sollte nach Asafs Männern sehen. Gute auch Idee. Auch bei irgendwelchen Kumpels... Das Ding steht immer noch. Berühmte letzte Worte. In irgendwelchen Sätzen, beziehungsweise... Unterhaltungen. Wenn man einfach ursprünglich aussteigt, dass man direkt ins nächste... Das Durchspiel ganz gut. Also vermisse ich Durchspiele auch. In anderen Spielen sowas nicht, dass man aussteigt, zum Beispiel dein Auto oder das weitergegeben wird. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hoch. Ja, aber... Wie? Ich glaube... Ne, ich glaube nicht. Da auch... Da. Nein, auch nicht. Dann hier. Hoch hinaus. Mich ein bisschen beeilen, da die Folge zu Ende ist. Länger als 20 Minuten mache ich die Folgen nicht. Jetzt links oder... Ach so. Ruhig. Alles gut da oben? Soweit, so gut. Aua. Ja. Pass auf da oben. Aha. Geschafft. Da sind die drei Symbole. Das ging schneller, als ich dachte. Was haben wir hier? Direkt auf die Hosala-Ruinen ausgerichtet. Es ist eine alte Festung, kurz hinter den Wasserfällen. Du kriegst einen Dreizack auf der Karte. Und hinter Tür Nummer 2? Nichts. Huh. Was das wohl ist? Eine Erinnerung für später. Mal sehen, was hinter der Axttür ist. Noch eine alte Festung. In den Berg gebaut. Ich markiere das einfach. Deine Axt. Die geht nicht auf. Die auch nicht. Und zu guter Letzt die Bogentür. Und noch eine Festung. Einfach mitten im Seebett. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Oh. Wow. Ich hätte vor dem Hochklettern den Knopf suchen sollen. Ich glaube auch. Denn da ist sie nicht. Oh, war es die Anstrengung wert? Ja, mehr als das. Bisschen. Hab die drei Symbole gefunden. Echt jetzt? Yep. Jedes zeigt auf eine andere Festung. Dort sollten wir nachsehen. Perfekt. Also in der linken, rechten, der oberen. Das Fackerzeichen ist so ein Tal, glaube ich. Wir sprachen gerade worüber? Wir sprachen über Asaf. Ah ja. Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun.
Was würdest du tun, wenn du Asaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten. Das mich auch. Die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert mich, dass Asaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt, ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Auf jeden Fall beende ich diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.